Captain auf der Rücke, guten Tag zurück auf Neu-Dornberg Live mit Wieden Dre und Control. Wir sind im, wie hieß das Ding, aktivierten Grenzbereich oder sowas? Na, ihr kennt das Gebiet, wir waren schon mal hier. Oh, guck mal, diesmal können wir schwemmen. Das hatte ich ganz, das ergibt ja komplett neue Möglichkeiten. Dadurch können wir viel mehr neue Texte lesen. Begeisterung. Ballonprozedere. Ach, guck. Gute Besserung, Ballon. Isolationsprozedere. Objekt muss von Tieren ferngehalten werden. Die Zelle muss regelmäßig von der schwarzen Substanz gesäubert werden, die das Objekt absondert. Alle Putzgeräte sowie die schwarze Substanz müssen geschwärzt. Beschreibung gewandelte Eigenschaft. Objekt ist ein Luftballon aus silberner Polyesterfolie. Auf seiner Oberfläche findet sich ein bunter Gute-Besserung-Schriftzug, der von gezeichneten Herzen umrahmt wird. Am Ballon ist eine Schleife angebracht. Punkt. Objekt schwebt auch nach geraumer Zeit in der Behörde weiterhin in der Luft, was darauf schließen lässt, dass er nicht durch Helium oben gehalten wird. Das Objekt sondert eine dunkle, klebrige Substanz ab, die an der Schleife heruntertropft. Das Ding haben wir ja schon mal gesehen. Aber hier sehe ich gerade, hier, das haben wir noch gar nicht gelesen. Die Eigenschaft des Objekts wird durch Sonnenlicht gedämpft. Meta. Witzig, meine ich. Eine Ampel mit drei verschiedenen Leuchten, die an jeder ihrer vier Seiten vertikal angeordnet sind. Von oben nach unten sind die Leuchten rot, gelb, grün. Ein beliebtes Kinderspiel, scheint bei der Manifestierung dieses Objektes sowie seiner Eigenschaft eine zentrale Rolle einzunehmen. Sollte sich ein Wesen dem Objekt nähern, solange die rote Leuchte aktiviert ist, wird es unverzüglich geschwärzt vom Objekt wegtransportiert. Anmerkung. Theorien, denen zufolge das Objekt Menschen in eine vergangene Zeitlinie oder ein Paralleluniversum transportiert wurden, erforscht und verworfen. Herkunft. Das Objekt wurde entdeckt, als die Ampel an einer Kreuzung in der Nähe der Grundschule nahe nach Sonnenuntergang Passanten von ihrem Standort wegtransportierte. Die folgende Panik zog die Aufmerksamkeit der Behörde auf sich. Das Objekt wurde sichergestellt und ein Gasleck für die Wahrnehmungsstörung der Bewohner verantwortlich gemacht. Okay. Ja, jetzt bin ich hier hoch und hier geht's weiter. Hab nur diesen Text über diesen Ballon. Wahrscheinlich ist das irgendwie für Trophäen wichtig oder so. Keine Ahnung. Okay, warum sind wir in diesem Grenzbereich? Wir waren doch in der letzten Folge noch ganz woanders. Nun, das hat folgenden Grund. Wenn wir nämlich hier sind. Warte mal, wo sind wir? Wow! Oh, Schmucks. Stimmt, die Dinge explodieren, ja. Moment. Erwischt. Wenn wir nämlich hier sind, kommen wir doch von hier zu der Professor Mutti zurück, oder? Oder habe ich mich da jetzt verschätzt? Durchaus möglich. Ach, da geht's hoch. Okay. Ja. So, und die ist nämlich in meinen Missionen, steht da, dass ich bei der mal vorbeischauen soll. Vorher stand ja immer, lass ihr ein bisschen Zeit, jetzt stand da, geh mal vorbei. I finished synthesizing the samples. Ja, die hat ja diesen lovely British, war das British? Ingest this pill, then go and find the source of the mold. Only there can we begin to understand how to stop it. So, you promise I won't end up walking around covered in mold? Oh, the pill will prevent any biological infection by the mold. Take a mystery pill because a rude lady in a hazmat suit tells you to. Great idea, Jesse. Ugh. Honestly, did you want me to wrap it in cheese? Not the taste, the smell. It stinks in here now. Good. That means the pill is working. The worse it smells, the safer you'll be. Now go. Find the source. Damit sie nicht. Die sind alle ausgekraut, oder? Have you worked with Emily Pope? Ja. Our paths have crossed. Ja. Thanks for the information. Weil das Ding doch irgendwie so. Das Zeug riecht doch irgendwie so lecker und deswegen können sie dem nicht widerstehen. Okay. So, das heißt, wir haben eine neue Mission. Das bedeutet, wir sollen. Aktiver Grenzbereich, ja, hatte ich gesagt, ne? So heißt das. Guck mal, jetzt sind wir wieder komplett woanders. Dieses Spiel wirft einen ja die ganze Zeit hin und her, das ist ja unfassbar. So, ich würde vermuten, genau, die Grube. This must be the pit Underhill was talking about. Ja.
9. Wirklich 9. Okay. Ich dachte gerade, ich habe mich verguckt. Achso, aber die sind meine Missionen. Okay. Ramsey, Ranger Captain, Note 7.25. Underhill sent us down this weird-ass threshold looking for whatever's making all these vegetables sprout. I will say this. It smells delicious. It smells delicious, yeah. Okay. Ey, der Stich ist wirklich richtig gut. The further I go, the worse it smells. Ja, aber das ist ja was Gutes, haben wir ja gelernt. Das muss ja doll stinken. Ich weiß nicht, zählt das als Kill? Irgendwie habe ich das Gefühl, das zählt nicht hoch, wenn ich die übernehme. Bisschen sehr, sehr scharfe Kanten, oder? Vielleicht können wir es ja ausprobieren. Oder auch nicht. 6 von 10. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das war einfach nur von da, ne? Ja, okay. Okay. Doch, zählt auch hoch. Okay, gut. Nur nicht drauf richtig geachtet. Damit sind wir bei 9 von 10. Da sind diese Mannequins, von denen ich... Hatten wir über die nicht mal irgendwas? Ne, das sind Crash-Test-Dummies. Keine Mannequins. Oder sind Mannequins auch Crash-Test-Dummies? Ich glaube nicht, oder? Mannequins sind Schaufeln zur Puppe. Mannequin, whatever. Ramsey, Ranger Captain, Note 7.28. Wait, 6, 7, 5, whatever. Still in the threshold? I'll be straight up eating the vegetables now, because, well, why not? Mom said, eat your vegetables. Eat too many and your skin will turn green. Green like Ollie's. Hey, Ollie, what'd you find now? Hmm. Is that the source? It's... kind of pretty. What? Gar nicht. Holy shit. Not pretty. Böser Fungus. Oh Gott, da sprüht gerade irgendwas raus. Ich wollte ganz kurz mal den Stich auf. War das Lader? Ich glaube ja, ne? Lader ändern. Nee, okay. Okay. Alter, what? Kann ich mich irgendwie heilen? Da. Shit, ich bin vor drei vorbeigeflogen. Ah, come on. Vielleicht sollte ich für die Bosse doch in Erwägung ziehen. Ah, Moment, das machen wir einfach mal. Ich habe doch diese Modifikationen für
Wofür ist das? Energieregeneration, das brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir mehr Lebensenergie. Das natürlich. Ah. Aber, guck mal, das. Das wäre nochmal deutlich mehr. Ich suche etwas, womit ich mehr. Nee. Nee. So, guck mal, wir können das stacken, oder? Schildstärke, Schild, Energiekosten übernehmen. Nee. Nee. Ich hab jetzt nicht mehr sowas. Ich hab das alles weggegeben. Ich wollte was haben, womit ich schneller die Lebensenergie oder mehr Lebensenergie von diesen Dingern bekomme. Na gut, egal. Dann nehmen wir das und haben dadurch jetzt 59% mehr Leben. Ah, was passiert? Schiasa. Ich brauche Leben. Hängen geblieben. Gut. Gucken, wo sie mich rausschmeißen. Oh, war ja so klar. Obwohl, das geht ja. Das ist ja direkt vor der. Gruhe, ist ja alles gut. Oh nein, ich muss sie wieder killen, oder was? Ja, voll reingelaufen. Sehr gut, Digga. Ich hab dich übernommen. Ich hab dich übernommen. Hab ich. Okay, gut. So, aber ich glaube, ich muss sie nicht weiter bekämpfen. Ich glaube, ich musste sie gar nicht bekämpfen. Jetzt lass mich einfach mal durch. Ach, shit. Okay, wie oft werde ich diesen Gang gehen? Bitte, Schätzung, jetzt in den Chat. nicht in den Chat, in die Kommentare. So, Moment. Ich wollte die Waffe wechseln. Den Raketenwerfer halte ich für nicht wahnsinnig effektiv in dem Fall. Das heißt, wir nehmen den und erhöhen. Erhöhen. Nee. Die Feuerrate? Weiß ich nicht. Die Genauigkeit bringt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Machen wir die Genauigkeit. Die. Genauigkeit bringt mir jetzt nicht so viel. Nehmen wir die Genauigkeit. Nee, die Feuerrate. Is that the source? It's kind of pretty. Es ist nicht. Boah, Alter. Hast du überhaupt Schaden gemacht? Oh ja. Gar nicht mal so wenig. Oh oh. Okay, das Vieh hat keinen Bock auf mich. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie ich dem Viech Lebensenergie abluchse. Ja.
Oh shit, im Ernst? Nicht jetzt! Damit vielleicht. Vielleicht hätte ich drauf schießen sollen, statt drauf zu schleudern. Oh, warte, warte, warte! Das ist doch richtig gut! Oh shit, das ist nicht so gut. Alter, Alter! Ah, besteig! Not pretty. Direkt einen in die Fresse. Geil. Wir sehen uns, wenn das Viech liegt. Bis gleich. So. Anderthalb Minuten haben wir noch. Okay, Leute, ihr seht mich am Kontrollpunkt. Ich habe den jetzt keine Ahnung wie oft versucht. Das hat keinen Zweck. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Guide angeguckt, wie man den machen soll. Und der Guide sagt, ja, den musst du so schnell wie möglich und fertig machen. Tschüss, viel Glück. Also exakt das, kein Scheiß. Ich habe es gerade nicht mehr offen, aber er sagt genau das. Er sagt aber auch, man soll da hingehen, wenn man von den Skills irgendwie aufgewertet ist, von dem Schweben und dem Werfen. Das Werfen hatten wir ja schon ein bisschen verbessert. Das Schweben, glaube ich, nur um 10% oder so. Und ich sehe, warum er meint, dass man das machen soll. Weil es ist einfach, ich hatte das Viech mehrfach fast komplett down. Und dann bist du am Boden und kurz bevor er tot ist, kommt irgendwie nur noch Gas von unten. Und ja, wenn du dann nicht schwebst, dann bist du halt am Arsch. Ich weiß mittlerweile auch, wie man Lebensenergie aus dem Viech rauswirkt und so. Ist auch nicht ganz so einfach. Naja, wir gehen ihn nochmal an, aber ein anderes Mal. Damit diese Folge überhaupt irgendwas passiert ist, gucken wir uns nochmal an, was hier so los ist. Oh mein Gott, sie hat to write everything in her made up gibberish code. Fucking Marshall. Tolle Platte. Frag Arsch nach der Jukebox jetten. Arsch, genau so heißt. I found this token. Any idea what it does? Ah, that is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on though. When it's playing, get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years.
I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. No one's ever been able to map a physical route to the formation for maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the Hiss arrived. Come to think of it, the song should have gone back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and enjoy the ride. Okay. Nee, das hatten wir alles noch nicht, oder? What's the deal with BlackRock? Oh, fuck. Don't get me started on BlackRock. You know, ever since research found out that it blocks paranatural stuff, they have just been parading dangerous materials in and out of the fucking quarry. Fucking lab coats, man. Love making my job harder. Sounds like there's some tension between departments. Still, at least the quarry's got a good view of the night sky. You know, me and Salvador used to have after-work beers down there. What do you know about Dr. Darling? About as much as anybody, I guess. Head of research, loves to hear himself talk. All of those science types absolutely do. Now he's been acting a little bit psycho recently. Although HR told me not to use that word, so... Everyone thinks finding Darling will lead us to the answers. But if he's completely lost it, then what help could he be? Sure. You're security, right? Do you work with Rangers? Not often. Rangers are specially trained in threshold reconnaissance and ground zero AWE response. Security is more interested in the dangers inside the Bureau. They must see some weird stuff out there. Oh yeah, definitely. You know, every week they are tackling things that were previously unknown to the human experience. Most Rangers, they retire due to cognitive collapse. I looked up the medical definition. Not fun. How does the Bureau handle thresholds? Handle might be a bit of an optimistic way to put it. Marshall sends the Rangers in to map them, check growth rates, locate epicenters, take samples, measure stuff, basically. Sounds like he's done his homework. Now, down in maintenance, thresholds are used just like any other tool. Lab coats mine BlackRock from one, maintenance siphons water from another. We use it for pretty much everything, except drinking. Why don't you drink it? Do I even want to know? Yeah, a lot of time we find these little chunks in it. It's pretty gross. I didn't want to know. What do you think of Marshall? Marshall? Marshall's a fucking badass. Rangers could not ask for a better leader. She's a little, you know, intense, but given the stuff she's seen, I'm not surprised. She does have a bad habit of disappearing, though. Where does she go? Last time she vanished, I did some digging into the security logs. I found camera footage of her entering the quarry. She was down there alone for days. Now, typically that's not allowed, but Marshall is kind of above the rules. I wonder what she finds so interesting in the quarry. Okay, dokili. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Ja, ey, ich hab überhaupt nichts gesagt, Digga. Gut, in der nächsten Folge. Guck mal, die bauen sich hier langsam ein bisschen was auf, ne? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Krass, das wird immer mehr. No. In der nächsten Folge gucken wir uns die Jukebox an, denke ich mal. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Und die Quelle des Fungus wartet auf uns irgendwann. Wieder schreien, auch macht's gut. Ciao.